Liebe Natural Born Griller, ihr seht, hier ist ein tolles Paket. Und wie ich an das Paket gekommen bin, das zeige ich euch in der nächsten Einstellung. So, und dann wollen wir mal gucken, dass das heute läuft. Einen muss ich noch vorstellen, das ist der Olli Rivas. Der wird den Spaß heute kommentieren, moderieren, zusammen mit Lars. Und ein bisschen was vom Grillen verstehst du ja auch, Oliver. Okay, dann übergebe ich mal an Olli. Der macht jetzt die Vorstellung der Teams und erzählt ein bisschen was zum Ablauf. Und ach, die Grillgeräte müssen ja noch verlost werden. Das wird auch lustig. Aber gut, das macht der Olli. Ich übergebe mal. Danke. Also, Papst Detlef hat gerade die Messe gelesen. Und jetzt vom Olli Sievers. Und teilt die Teams ein und stellt die Teams vor. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass hier schon so viele Zuschauer da sind. Bei dem meisten Wetter ist das hier die Leute, wird das ein Kraftakt. Landschaftskühlschrank, da können sich alle dran bedienen. Ganz wichtig, wie Olli eben schon gesagt hat, alles, womit ihr arbeiten dürft, habt ihr da hinten an dem Zuschnitt etc. stehen. Eigene Produkte könnt ihr gerne ins Auto packen oder in eine Tonne schmeißen oder uns schenken. Wir verwerten wieder anderweitig. Ihr benutzt nur das, was ihr von uns zur Verfügung gestellt bekommt. Vor dem Hintergrund, dass wirklich alle die Chance haben. Und bitte mit der Schnelldesinfektion nicht das Fleisch lassen. Und wie Olli eben schon eines erwähnt hat, dürfen die Profiteams, sprich Tobias, Klaus, Jörn, jetzt einmal bitte zu mir kommen. Also Klaus hat auch so einen Rennen gezogen, mit denen er heute grillen muss. Also das ist wirklich eine Challenge. Klaus, bist du zufrieden mit deinem Grill? Sehr. Also wir haben Holzkohle, wir haben ein Stativ dazu. Wir können über... 3. Ich würde mal sagen, das ist ein höchst professionelles Grillgerät. Wieso wundert mich das nicht? Severin ist eine Marke, ist bekannt. Ne? Also, eine High-End-Produkt. Ja, das ist so high, man weiß gar nicht, wie man zu nennen kommen soll. Wo bist du? Du? Also, ja, das letzte Los für dich. Jetzt ist keine Mietenhaber nicht dabei. Die sagen, dieser Grill ist gesponsert von mir, der funktioniert. Bist du glücklich? Mega glücklich, ja. Ist doch eine Steigerung zum letzten Jahr. Auf jeden Fall. Besser als Toast. Also die Profis haben ihre Grillgeräte, ihr dürft euch schon mal die Grillgeräte platzieren. Lieber National Sportsplatz, das ist ja Timo der Jaco und heute bin ich bei dem Heini Barbecue Salon und wir haben heute eine kleine Competition mit Dreieck gemacht, das ist Ex-Fleisch, Burger und Otto. So, und wir werden uns da schlagen, dass wir uns im weiteren Verlauf sehen. Das ist der Michael, der wünscht mir sogar Glück. Natürlich. Der Beste wird toll gewinnen und Hauptsache der Spaß, der steht jetzt gut. Der steht voll. Das ist das Wichtigste. So, und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Danke. Gerne, Maike. So, ich hab da was für dich im Gepäck. Alles klar, danke schön. Und ich hab leider nichts davon verwendet. Das wurde schon alles verboten. Ach nee. Ich extra doch jetzt gerade. Total lieb, aber. Der erste Gang ist bei uns im Auto. Und ich mache etwas mit einem Ananas und Schande gegrillt. Weil es soll kreativ sein. Und in die Richtung werden wir marschieren. Kleines Sauerländer Butterflöckchen. Ja, dann machen wir kreativ.
So, jetzt bin ich hier bei Barbie-Duchi. So, dann bin ich jetzt hier mal bei Professor Taste. Ja. Und guck mir einfach mal an, was er hier Schönes macht. Wie gesagt, in der Pfanne brutzelt hier Ananas-Chutney ist es. Ananas-Chutney, ja, mit Zwiebeln und Bacon. Ja, dann gucken wir mal, was das ist. Ananas-Chutney mit Zwiebeln und Bacon. Und jetzt bin ich gerade am Feintuning, gucken, ob das Loch schmeckt. Das Loch ist Chutney. Ja, kann man würden. Kann man würden, also schon schlimmeres Gäste sozusagen. Für welche Wurst hat Jürgen entschieden? Wisst ihr das schon? Also, wir sind noch am Test, also die ersten zwei, die wir hatten, die haben wir gesagt. Nein. Und jetzt testen wir die Nummer 3. Das ist ein besser zu unserem Konzept. Also hier werden die Würste erstmal alle drei durchprobiert, wahrscheinlich haben die Jungs noch Hunger. Und dann entscheiden die erst, welche Wurst sie nehmen. Auch natürlich die gute Variante. Soll ich das ein bisschen kippen? Das ist unser Hotdog, das heißt, unser ist ein Ananas-Chutney, zwei Würste, eine Käsesoße. Dann kommt darüber geschmorter Fenchel und eine karibische Burgersoße. Und das hoffen wir, dass das sehr gut schmeckt. Der Marc hat mir super toll geholfen und das wird. Liebe Natural Born Grillers, das ist jetzt mein Wettkampfburger. Ich hoffe, der Jury gefällt dir. Also ich finde den von Aussehen her ziemlich gut. Marc, bist du zufrieden? Ja, bin ich. Wirklich? Ja. Wunderbar. Wir müssen abgeben. Ja, ich finde, die sehen doch ganz gut aus. Ich helfe dir sofort tragen. Und ja, jetzt inshallah, jetzt liegt es in Gottes Hand. Wir haben hier Jörn und Daniel. Jörn, macht ihr einen Applaus. Erste Teilnahme beim Rhein Nun. Applaus noch beim allerersten Mal. Super. Und das auch noch mit Anzug. Geile Leistung. Zufrieden mit eurer Leistung, Daniel? Ja, voll. Wie gesagt, wir sind ja zufrieden. Läuft! Super. Danke. Das war jetzt Platz 6. Der fünfte Platz wird jetzt von Detlef verkündet. Und ich hoffe, er macht das jetzt richtig liebevoll. Ah, der fünfte Platz. Micha und Micha, die Barbecue Saloon Soldier. Oh! Es war etwas zu viel Schokolade. Männer, seid ihr trotzdem stolz auf euch? Ja, sind wir. Wir haben jetzt ein Drehbuch gekriegt, da können wir uns auf die Seminare besser vorbereiten. Micha? Erstes Mal gerade mal an. Alles klar. Sehr gut. Danke. Aber wir sind trotzdem richtig stolz auf uns. So, dann haben wir auf dem vierten Platz, also genau in der Mitte quasi, die Barbecue Daredevils, Philipp und Marco. Ja, es gibt ja noch zwei Plätze. Yes! Hat das gesagt, das war ein Kaufpreis. Hey. Ist live. Hey. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt wisst ihr, wie ich an das Paket gekommen bin. Und jetzt packen wir das Ganze endlich mal aus. So, hier ist der The Seven Glory Rub vom Barbecue Saloon. Leckere Sache. Den werde ich testen. Dann habe ich hier noch den Prairie Dust vom Barbecue Saloon. Werde ich auch testen. Hier eine wunderbare Rezeptbox. Die gucken wir uns mal an. Dazu hole ich gleich ein Messer. Und dann, ihr glaubt es kaum, ein Burger-Set und damit werde ich natürlich auch noch einen Burger bauen. Wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich. So, Pauline, du willst auch mitgucken. So, also Pauline guckt auch mit durch, auch mit drüber. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem Bild ist. So, und jetzt packen wir mal so ein bisschen diese Wolle weg und was hier alles drin ist. Also, ich habe hier Magic Dust. Ich habe hier verschiedenste, ein Kirschholz, Sherrywood, ein Hickorywood zum Räuchern, tolle Sache.
So, und last but not least, was ist das? Ein und noch Räucherholzplanken, also eine tolle Sache, die werde ich alle im Lauf der Zeit mal einsetzen. Ist sonst noch was drin? Nein, das war's. Ich werde das jetzt auch wieder einpacken, vor allen Dingen mit der Holzwolle, weil die Pauline, die verteilt mir das ansonsten in der ganzen Wohnung. So, Klappe zu. Na, jetzt will sie nicht so richtig, aber egal. So, und natürlich gucken wir uns jetzt auch noch Miniature Born Grillers. Hier ist das Rezeptbuch oder diese Rezeptbox vielmehr. Die gucken wir uns natürlich auch an. So. Wow, und hier sind jetzt so ganz viele einzelne Rezeptkarten drin. Ich zeige euch das mal. Tolle Sache. Vorne steht immer genau drauf, was man so braucht an Zutaten, und hinten ist die Zubereitung erklärt. Finde ich, ist eine tolle Idee. Nochmal vielen, vielen Dank an Barbecue Saloon und vor allen Dingen, dass ich daran teilnehmen durfte. Ich hoffe, ich darf auch nächstes Mal wieder mit dabei sein. Ich würde mich riesig freuen. Ja, und jetzt testen wir doch mal direkt diese beiden Rubs auf zwei Rippchen in einem speziellen Verfahren, und wie das aussieht, das sehen wir in der nächsten Einstellung. Liebe Natural Born Grillers, hier ist der Glory 7 Rub und den streuen wir jetzt hier auf diese prachtvollen Rippchen. So, Packung reiße ich mal auf. So. Und so sieht das aus. Ich stecke meinen Finger rein und dann probieren wir mal. Sehr lecker. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Rippchen damit schmecken. Und guckt euch mal hier das an. Da ist also sehr, sehr viel schöner Zucker drin. Und das haben wir gelernt, Zucker und Rippchen ist immer eine gute Kombi. Hier ist der zweite Rub, der Prairie Rub. Auch den habe ich gerade frisch aufgerissen. Und werde den jetzt mal probieren für euch. Also der hat nicht ganz so viel Zucker und schmeckt aber auch richtig gut. Also ich bin gespannt, was das für Rippchen werden. Das sind unsere zwei Pakete, gefüllt mit den Rippchen und den Rubs. Und dann werden wir die gleich mal testen. Ich werde jetzt natürlich markieren, dass ich weiß, welches welcher Rub ist. Und ja, dann kommen die bei 150 Grad zum Dämpfen in den Grill. So, die Rips sind drin, 150 Grad sind eingestellt und dann gucken wir einfach mal in anderthalb Stunden wieder rein. Wie ihr seht, dass ich mir schon mal ein Stückchen abgeschnitten habe, und das ist jetzt schon gar. Also es bleibt nichts mehr am Knochen hängen. Ihr seht auch hier, ganz sauber gelöst. Und ich muss sagen, der Rub schmeckt mir sehr gut. Also die Dämpfungsphase war vollkommen ausreichend, hat wunderbar geklappt. Oh, das ist der zweite Rip und natürlich probieren wir auch den. Also hier schneide ich mal was. Es ist also wirklich schon jetzt fall off the bone. Auch hier probiere ich. Schmeckt sehr gut auch, aber den ersten Rub, den fand ich noch passender. Aber da man hier mir möglicherweise ein gewisses Maß an Subjektivität unterstellen könnte, mache ich einfach Folgendes. Diese Rubs, ich schulde euch ja noch einen Ultimate Contest, ja, und deswegen kommen diese Rubs auch mit in den nächsten Ultimate Rippchen Contest.
Und da werden wir ja dann im Blind Tasting sehen, was auch die anderen Leute zu diesem Rub sagen. Also bis jetzt sind sie aber beide wirklich sehr, sehr gut. Ich zeige euch das eben, es ist wirklich voll auf Sabon. Ich kann den Knochen hier rausziehen und da bleibt wirklich nicht viel dran. Also dieses Verfahren mit dem 1,5 Stunden Dämpfen, das ist, finde ich, richtig gut und ich probiere nochmal für euch. Yummy, also bis gleich am Smoker. Da sehen wir die Rippchen und wir sehen auch, dass da ordentlich Rauch rauskommt. Also das funktioniert super und in 1,5 Stunden holen wir sie raus und testen. So, die Rippchen sind wieder in Position. Die 1,5 Stunden sind auch jetzt hier rum und jetzt nehme ich mal ein Messer. Und jetzt schneiden wir uns einfach mal so ein richtig schönes Rippchen hier raus, aus der Mitte. Ihr seht, das ist zart wie Butter. So. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Guckt euch das an. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Es duftet köstlich. Und den Rub fand ich ja eben schon gut. Das ist also jetzt der sogenannte Seven Glory Rub. Also dieser Rub ist wirklich genau meine Kragenweite. Ihr seht auch hier, der Knochen ist schon durch das Schneiden blank poliert. Also die sind wirklich zart ohne Ende. Oder auch hier einmal zart mit den Zähnen abgenommen. Wirklich richtig gut. Also die Garmethode kann ich nur empfehlen. 1,5 Stunden dämpfen, 1,5 Stunden räuchern. Die schmecken richtig klasse, schnelle Sache. Und wenn man mal hochrechnet, von 3, 2, 1, die Hälfte der Zeit von 3, 2, 1. Der Rub ist bei mir 8 Punkte und mehr. Und den möchte ich unbedingt im Vergleich sehen gegen die Testsieger, die wir bis jetzt hatten. Das ist der andere Rippchenschrank, gewürzt mit dem Rub Prairie Dust. Und da schneiden wir uns jetzt natürlich auch, also ihr seht vielleicht, wie saftig das Ganze ist. Und das schneiden wir uns natürlich auch richtig schön aus der Mitte ein zentrales Stück raus. Und ihr seht, die sind auch fantastisch saftig. Ihr seht hier, die Seite, wo die Silberhaut ist, löst sich schon so vom Knochen. Man muss überhaupt nichts machen, außer jetzt genießen. Das mache ich jetzt gerne. Also ihr seht auch hier, alles blank poliert. So, mein zweiter Testesser, Pauline, sitzt auch schon neben mir. Das ist, glaube ich, für die Pauline noch ein bisschen heiß. Ich spüle das mal ab. So, es ist ein bisschen kälter und zu viel Rub ist ja auch nicht toll. So, Pauline, wie sind die Rippchen? Ich glaube gar nicht verkehrt, denn ich will die jetzt in Ruhe essen. Also, kommen wir zu diesem Rub. Ist auf jeden Fall überdurchschnittlich gut. Überdurchschnittlich ist also besser als 5 Punkte. Ich sehe den irgendwo zwischen 6, 7 Punkten. Aber der Hammer war wirklich die Glory 7. Die kann ich euch jetzt schon blind empfehlen. Ein richtig genialer Rub. Ja. Testet den mal aus. Ich glaube, das kleine Stück ist für mich. Und das Große ist für Pauline. Und damit erstmal bedanke ich mich für euer Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt eine neue Methode kennengelernt. Und ich hoffe, ihr habt vielleicht darüber hinaus auch noch 2 neue Rubs kennengelernt. Und von daher sage ich einfach vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass es euch gibt. Und einfach bis bald, euer Professor Taste.